Hallo, hier ist Kamal von Giga und das hier ist das Galaxy S3 Mini. Mit diesem Android-Smartphone hat Samsung quasi einen abgespeckten Ableger seines derzeitigen Flaggschiffs S3 auf den Markt gebracht. Allerdings liegt die Ähnlichkeit des Gerätes zu seinem großen Vorbild fast ausschließlich in der optischen Gestaltung, denn das Innenleben des Galaxy S3 Mini hat nur sehr wenig mit dem S3 selbst zu tun und klassifiziert das Smartphone dadurch nicht im High-End, sondern im Mittelklasse-Segment. Um ehrlich zu sein, ist der Begriff Mini bei diesem Gerät etwas irreführend, denn das S3 Mini hat immer noch ein 4 Zoll großes Super AMOLED Display, was für die meisten Nutzer durchaus im normalen Bereich liegen dürfte. Die Auflösung des Displays liegt bei 800x480 Pixeln, was einer Pixeldichte von 223 ppi entspricht. Dementsprechend fallen auch die anderen Maße des Gerätes alles andere als Mini aus. So ist das Gerät 122 mm hoch und 63 mm breit. An der dünnsten Stelle misst das Galaxy S3 Mini 9,9 mm. Im Gegensatz zum Galaxy S3 sieht das Mini dann aber doch tatsächlich relativ klein aus, was nicht zuletzt daran liegt, dass das S3 mit seinen 4,8 Zoll zu den derzeit größten Smartphones auf dem Markt zählt. Wie man es von Samsung gewohnt ist, wird auch bei diesem Gerät erneut auf Polycarbonat als Gehäusematerial gesetzt. Dadurch wird das Gerät zum einen sehr strapazierfähig, zum anderen geht das zugunsten des Gewichts und so wiegt das Smartphone nur 120 Gramm. Wie auch schon der große Bruder ist das Samsung Galaxy S3 Mini auf der Front mit einem Hardware-Knopf ausgestattet, der als Home-Navigation dient. Der Ein- und Ausschalter ist auf der rechten Seite des Smartphones angebracht, auf der gegenüberliegenden Seite findet sich der Wippschalter für die Lautstärke. Oben am Gerät befindet sich der 3,5 mm Klinkeeingang für Kopfhörer. Der Mini-USB-Anschluss für ein Netzteil oder ein Datenkabel ist an der unteren Seite des Gerätes angebracht. Auch wenn das Polycarbonat des Gehäuses als sehr stabil gilt, ist es doch immer wieder ein etwas seltsames Gefühl, die Rückenabdeckung zu öffnen. Hat man sich einmal überwunden, den Deckel zu entfernen, findet man im Inneren den 1500 mAh starken Akku und den Steckplatz für die SIM-Karte.